Hey Freunde, gut euch zu sehen. Hier ist Udo von musicbyvgl.de. Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video und heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich Rap-Vocals mit dem Shure SM7B aufnehme bei mir hier im Raum. Und anschließend werde ich euch auch noch so eine kleine Abmisch-Tutorial zeigen, wie ich das Ganze abmische, damit ihr vielleicht auch wie ich so einen ganz schnellen Workflow entwickeln könnt, wo ihr innerhalb von kürzester Zeit einen relativ guten professionellen Sound hinbekommt. Gerade wichtig, wenn vielleicht mal Künstler bei euch aufnehmen, damit es gleich so klingt, als wäre es schon fast fertig. Und kurz was zum Raum hier. Ich habe den nicht komplett akustisch behandelt. Ich habe hier neben mir und in der Ecke hinten solche ClearSonic Absorber, mit denen ich die Mitten und die Höhen absorbiere. Hinter mir ist einfach nur die ganz normale Gardine hier von dem Raum. Da ist ein großes Fenster dahinter ansonsten. Auf der Seite hier drüben seht ihr Diffusoren und unter mir ist so ein kleiner Teppich, aber die Decke und der Raum hier, wenn ihr in die Richtung geht, ist komplett nackt. Also ihr hört definitiv ein bisschen Raumklang auf der Stimme, was ich aber nicht schlimm finde, beziehungsweise finde ich sogar gut, weil die Stimme sich einfach dann besser entfalten kann. Als wenn ich jetzt die Absorber komplett um mich rumgebaut hätte, dann wäre der Klang sehr tot, sehr höhenarm und einfach nicht exciting. Deswegen mag ich das lieber, wenn so ein bisschen mehr Raumklang drauf ist. Das ist gerade auch gut, wenn ihr so ein Mikrofon habt wie das Shure SM7B. Da geht man ja natürlicherweise sehr nah ran, weil es einfach dafür designt ist. Und der Raumklang spielt dabei sowieso nicht ganz so eine große Rolle wie bei einem Kondensatormikrofon, wo ich jetzt so weit weggehen würde. Dann hört ihr jetzt schon, dass der Raumanteil deutlich größer ist in der Stimme und das Ganze nicht mehr so definiert klingt, wie wenn ich so nah rangehe. Also bei einem dynamischen Mikrofon spielt der Raum nicht ganz so eine große Rolle. Ihr könnt das theoretisch bei euch im Wohnzimmer aufbauen. Sucht euch die beste Stelle, wo ihr am weitesten von den Wänden weg seid. Optimalerweise hinter euch und in den Ecken noch ein bisschen Absorber ranbauen und dann kann es auch schon losgehen mit der Aufnahme. Dafür gehen wir hier mal in die Session rein. Ich versuche mal den Part kurz einzurappen. Und anschließend zeige ich euch, wie wir das Ganze in zwei Schritten ganz schnell schon mal auf ein gutes professionelles Soundlevel bringen können. Yeah, mic check 1-2 baby, herzlich willkommen, hi, clap, clap, yeah, yeah, yeah. Jeden neuen Tag, wenn ich morgens aufwach, fühle ich Energie, die ich mit in den Sound pack. Egal was du sagst, es ist einfach magisch, seh in dein Gesicht, seh, dass du am Strahlen bist, auf und davon, wir laufen davon. Lass es nie enden, es hat genauso begonnen wie jeder normale Tag, doch ich ahnte, dass ich dich seh, Girl, und nicht nur die Schale. Die Welt war zu klein für uns zwei alleine. Auch wenn andere dachten, wir haben eine kleine Meise. Jetzt ist sie da, jetzt ist es wahr. Unendlich ist perfekt, was schon perfekt in sich war. Und all diese Zweifel, all die Fassaden lassen wir da, um sie dann bald zu begraben. Und du weißt, es stört mich nicht, egal wie laut es ist, ich höre nur dich. Yeah. Okay, war jetzt sicherlich nicht die beste Performance, aber sollte zur Demonstration reichen. Ich schalte mal eben kurz die Kamera um und dann geht's weiter mit dem Video. Okay, ich glaube, es sollte so gehen. So, jetzt hören wir uns das Ganze doch einfach mal an. Ich mache die Kopfhörer ab. Und wir checken das mal aus. Ja, ja, ja. Jeden neuen Tag, wenn ich morgens aufwach, fühle ich Energie, die ich mit in den Sound pack. Egal was du sagst, es ist einfach magisch. Seh in dein Gesicht, seh, dass du am Strahlen bist. Auf und davon, wir laufen davon. Lass es nie enden, es hat genauso begonnen wie jeder normale Tag, doch ich ahnte. Okay, klingt eigentlich ganz cool. So, dann machen wir hier mal den Loop auf die Stelle, wo es rund geht. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr mit zwei Schritten, also nur mit einem Equalizer und einem Kompressor, oder vielleicht nehmen wir auch einen Limiter, müssen wir mal gucken, damit es schneller geht, das schon mal auf mindestens Demo-Qualität, wenn nicht sogar schon so weit bekommen, dass man wirklich nur noch Feinarbeiten machen müsste. Und dafür würde ich den Waves Q10 hier nehmen und dann hören wir mal rein und ich equalize mal, während ich höre, einfach das Vocal. Tag, wenn ich morgens aufwach, fühle ich Energie, die ich mit in den Sound pack. Egal was du sagst, es ist einfach magisch. Seh in dein Gesicht, seh, dass du am Strahlen bist. Auf und davon, wir laufen davon. Lass es nie enden, es hat genauso begonnen wie jeder normale Tag, doch ich ahnte, dass ich dich.
Okay, diese drei Schritte würde ich machen. Also, um es nochmal zu sehen. Ich mache einen Low-Cut bei 92 Hertz, senke bei 408 Hertz ab um 4 dB und booste dann die Höhen bei 10 kHz um 7 dB. Jetzt würde ich einfach noch einen Kompressor oder ihr könnt auch einfach, wenn ihr es ganz einfach haben wollt, den L1 Limiter oder irgendwas ähnliches nehmen und das Ganze dann einfach ein bisschen komprimieren. Tag, wenn ich morgens aufwach, fühle ich Energie, die ich mit in den Sound pack. Egal was du sagst, es ist einfach magisch. Seh in dein Gesicht, seh, dass du am Strahlen bist. Auf und davon, wir laufen davon. Lass es nie enden, es hat genauso begonnen wie jeder normale Tag, doch ich ahnte, dass ich dich seh, Girl, und nicht nur die Schale. Die Welt war zu klein für uns zwei alleine. Auch wenn andere dachten, wir haben eine kleine Meise. Jetzt ist sie da, jetzt ist es wahr. Unendlich ist perfekt, was schon perfekt in sich war. Und all diese Okay, sollte eigentlich für heute reichen. Jetzt habe ich euch gezeigt, wie ihr in ganz wenigen Schritten ein Vocal so hinbekommt, dass es schon mal mindestens Demo-Qualität hat. Wir nehmen also nur einen Equalizer, machen drei kleine Eingriffe. Danach schalte ich einfach einen Limiter. Ich könnte natürlich auch einen Kompressor nehmen. Aber warum sollte ich mich jetzt mit Attack- und Release-Zeiten rumschlagen, wenn ich einfach diesen Limiter nehmen kann, der auch smooth klingt und ja, am Ende auch den Zweck erfüllt, den es bei einem Rap-Vocal soll. Ich spiele nochmal kurz das Ganze unbearbeitet ab. Tag, wenn ich morgens aufwach, fühle ich Energie, die ich mit in den Sound pack. Egal was du sagst, es ist... Und jetzt nochmal mit den Plugins. Tag, wenn ich morgens aufwach, fühle ich Energie, die ich mit in den Sound pack. Egal was du sagst, es ist einfach magisch. Seh in dein Gesicht, seh, dass du am Strahlen bist. Auf und davon, wir laufen davon. Lass es nie enden, es hat genauso begonnen. Ja, und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ihr mit einem Shure SM7B aufnehmt und sehen wollt, wie ich das Ganze mache und wie ich das Ganze abmische. Natürlich, wenn ich jetzt den ganzen Song mixen würde, würden da noch ein paar mehr feine Details reinkommen. Da würde ich vielleicht noch ein Reverb drauflegen. Da würde ich den Equalizer vielleicht auch ein bisschen anders einstellen. Da würde ich statt dem Limiter vielleicht zwei Kompressoren nutzen. Würde natürlich noch einen De-Esser einsetzen und so weiter. Aber so habt ihr jetzt schon mal gesehen, wie man innerhalb weniger Minuten aus einem Signal, was einfach hier irgendwo in einem Raum aufgenommen wurde, ohne die beste akustische Optimierung, mit zwei einfachen Abmischschritten ein Signal geworden ist, was wirklich schon sehr nah dran ist an der Endvision, die man so im Mix hat und wirklich schon sehr professionell klingt. Das war's von mir heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Das war Udo von musicbyvgl.de. Schön, euch bald wiederzusehen. Bis dahin, ciao.